Fühlen Sie sich von der klassischen Medizin im Stich gelassen oder ist Ihr Arzt mit Ihrer Symptomatik überfordert? Leiden Sie unter den Nebenwirkungen der verordneten Medikamente und wünschen Sie sich eine kausale Therapie? Chronische Erkrankungen sind kein Medikamentenmangelsyndrom. Haben Sie Fragen zu Ihrem Befund? Suchen Sie eine kompetente Zweitmeinung innerhalb der modernen biologischen Medizin? Der Apotheker, Heilpraktiker und Spezialist für regenerative Medizin Andreas Schlecht beantwortet Ihre Fragen innerhalb unseres neuen Videoformats. Schreiben Sie noch heute eine E-Mail an info@orthomedico.de. Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Viele Grüße aus Punta Cana. Gestatten Sie mir, dieses Video mit einer Problemstellung zu beginnen. Sie alle kennen wahrscheinlich die Situation. Sie sitzen beim Arzt mit einem chronischen Leiden, das Sie seit einiger Zeit, vielleicht schon seit Jahren, bedrückt. Und Sie haben das Gefühl, dass dieses Fabelwesen, das meistens vor Ihnen sitzt, Sie in keinster Weise versteht. Man hat sogar manchmal das Gefühl, man spricht nicht dieselbe Sprache. Meine Damen und Herren, um chronische Erkrankungen zu verstehen, müssen wir uns von der einseitigen, rationalen Denkweise, also vom Intellektualismus, vom Rationalismus lösen, um später die freudige Erkenntnis zu machen, dass die Natur für scheinbar jedes Problem eine Lösung parat hat. So auch beim Thema instabile Halswirbelsäule. Zu diesem Thema werde ich heute um 19 Uhr deutscher Zeit einen Livestream starten. Ich möchte nur an dieser Stelle Ihnen einen Hinweis geben, warum sollten Sie Ihre kostbare Zeit investieren, um an diesem Livestream zu partizipieren. Zunächst einmal, eine chronische Erkrankung, wie ich es in jedem Video sage, ist eine mitochondriale Zytopathie. Das alleine hilft Ihnen überhaupt nicht weiter. Jetzt sind Sie genauso schlau wie vorher. Wenn ich Ihnen dann dazu noch sage, dass die Mitochondrien eingewanderte Bakterien sind, dann können Sie es mit der heutigen paranoiden Wahnvorstellung und der Angst vor Mikroben vielleicht gar nicht verstehen. Menschliche Zellen sind das biologische Erbe der wohl erfolgreichsten Fusion der Evolutionsgeschichte. Nämlich vor ca. 2 Milliarden Jahren fusionierten zwei zellkernlose Einzeller und bildeten eine Symbiose. Eine Symbiose, sprich Zusammenarbeiten von zwei wichtigen, in diesem Fall Bakterien, nämlich Purpura und Proteobakterien sind eingewandert in ein Archebakterium. Also eine Vergesellschaftung von Individuen unterschiedlicher Art, die für beide Partner in diesem Fall zu einem Vorteil war. Einem großen Vorteil. Ohne diesen Vorteil wären Sie heute nicht hier. Aber ohne diesen Vorteil hätten wir auch nicht unsere Probleme. Da wir diesen Vorteil leider nicht zu unserem Vorteil nutzen können, weil wir ihn nicht verstehen. Und die Person, die Sie aufsuchen, der sich dann aufgrund von falscher Ausbildung, von falscher Indoktrination für den Leviathan hält, die Rede ist von ihrem Hausarzt, versteht diesen Vorteil eben auch nicht für seine Therapie zu nutzen. Eukaryoten. Was sind Eukaryoten? Eu von echt, Karion von Kern. Das heißt also, wir sind eukaryotische Lebewesen mit einem echten Zellkern. Das Problem, Stickstoffmonoxid, ist Fluch und Segen zugleich. Was hat das alles mit der instabilen Halswirbelsäule zu tun? Ganz einfach. Durch Traumata, durch falsche Kopfhaltung, durch degenerativ veränderte Bandscheiben, durch Überlastungen im Sinne von Vollneurose,
Chirotherapie, ja, Chirotherapie. Geburtstraumata. Da beginnt das Leiden meistens schon in der Geburt. Zangengeburt als Stichwort. Traumata der angrenzenden Muskeln. Ein Schlag ins Genick. Nicht nur von politischer Seite, sondern auch tatsächlich stattgehabt, physikalisch. Kieferfehlstellung. Das Trauma, das Problem der temporomandibulären Dysfunktion, wo heute so viele Menschen darunter leiden, hat natürlich auch etwas mit der Implantation zu tun, hat auch etwas mit zahnärztlichem Geschick zu tun. Sehnenschäden durch Medikamente. Antibiotika. Ich erinnere an Ciprofloxacin, wer kennt es nicht? Ja. Es führt zu einer instabilen Halswirbelsäule. Diese beschriebenen Ursachen können und führen leider in sehr vielen Fällen zu dieser beschriebenen instabilen Halswirbelsäule. Was hat die instabile Halswirbelsäule jetzt aber dennoch, abgesehen mit der Fernwirkung, zu tun? Ganz einfach. Und hier muss man Stickstoffmonoxid verstehen. Stickstoffmonoxid ist ein Gas. Und es ist Fluch und Segen zugleich. Aber lassen Sie mich erst auf den Sympathikus eingehen. Die Instabilität der Halswirbelsäule, insbesondere oben hier, was Sie sehen können, an der atlanto-okzipitalen Gelenkregion, ist keine Bandscheibe vorhanden. Zwischen dem ersten Halswirbel, dem Atlas und dem Occiput, haben wir keine Bandscheibe. Zwischen dem zweiten Halswirbel, dem Atlas und dem Axis haben wir auch keine Bandscheibe. Das heißt, hier treffen sich nicht nur alle afferenten Informationen, die von der Peripherie, von ihren inneren Organen kommen, als auch alle efferenten, die vom zentralen Nervensystem nach Kaudal erstmal oder in ihre Organe einwandern müssen. Das heißt, das ist alles, was vaso afferent oder viszeroafferent ist oder dann dementsprechend vom Nervensystem nach unten gehen muss, kreuzen sich hier die Bahnen. Das heißt, wir haben eine extrem vulnerable Situation. Und wenn wir jetzt durch mechanische Reizung des Rückenmarks, allen voran den Sympathikus, die C-Fasern, die wir Histamin freisetzen können, die für Neurodermitis und Hautausschlag verantwortlich sind, wenn wir den Sympathikus reizen, haben wir es nicht nur mit einer Fight-Flight-Situation zu tun, sondern wir haben es mit einer Überaktivierung des Herzens, einer Bronchokonstriktion der Lunge zu tun, mit Extrasystolen, mit Verlusten von Kalium, Magnesium und Zink. Ganz wesentlich für unser Immunsystem, ganz wesentlich für die zelluläre Funktion, nicht nur für die ATP-Produktion, darauf gehe ich später noch ein. Vitamin C und Fettsäuren werden oxidiert durch nitrosativen Stress, durch ständige Krepitation an der Halswirbelsäule, durch degenerative, entzündliche Prozesse, die in einer instabilen Halswirbelsäule mit der Konsequenz einer mitochondrialen Zytopathie entstehen. Minder Durchblutung des Gehirns mit bis zu 80% über die Arteria vertebralis, über beide Seiten und die Arteria carotis interna. Herunterfahrende Organfunktion über den Nervus vagus, Atonie des Magen-Darm-Trakts, gastrale Veränderungen, gastrale Probleme, Obstipation, Magen-Darm-Probleme, was auch die Gallenblase, Minderfunktion der Gallenblase, eine nicht ausreichende Kontraktilität der Gallenblase mit konsekutivem Mangel an Gallensäuren, Veränderungen im enterohepatischen Kreislauf, Minderpuffunktion der Pankreas. Dies alles sind Dinge, die von der Instabilität der Halswirbelsäule herrühren. Nicht nur das Zuschwellen der Nase durch Nitrostress, die ständige Sinusitis, die Entzündungen der Zähne im Kieferbereich. Also wenn sich jemand die Frage stellen sollte, warum habe ich ständig Zysten in der Maxilla oder in der Mandibula? Auch hier spielt die instabile Halswirbelsäule mit dem konsekutiv verursachten nitrosativen Stress eine ganz entscheidende Rolle.
Wenn sich jemand häufig verschluckt, wenn jemand ständig unter Kopfschmerzen, Migräne, Tachykardie, Tachyarrhythmie oder auch Hörsturz mit Tinnitus leidet, dann spielt die instabile Halswirbelsäule hier mit ganz großer Sicherheit eine Rolle. Was ich aber auf alle Fälle Ihnen in diesem kurzen Video mitteilen möchte, ist das Problem Stickstoffmonoxid. Ich hatte es vorhin erwähnt. Stickstoffmonoxid ist Fluch und Segen zugleich, meine Damen und Herren. Warum? Wir haben NO-Synthese. Diese Enzyme, alles was auf Ase endet, als Ratschlag, ist ein Enzym. Also wir haben drei NO-Synthasen. Eigentlich haben wir vier, aber ich möchte heute nur auf drei eingehen. Die drei bedeutsamen NO-Synthasen finden wir am Endothel, also an der Auskleidung, der spiegelglatten Auskleidung unserer Gefäße. Die neuronale NO-Synthase ist für das wichtig, was wir heute scheinbar nicht mehr können, meine Damen und Herren, denken, Impulse weiterleiten und auch die Impulse, die angekommen sind, so hoffe ich doch, so auch mein Video zu verarbeiten. Also ich hoffe, Sie haben in diesem Moment genügend Stickstoffmonoxid, damit das, was ich Ihnen jetzt sage, auch auf fruchtbaren Boden fällt, wenn Sie nachher einschalten im Livestream. Die mitochondriale NO-Synthase, ebenfalls ganz entscheidend. Und wenn wir jetzt eine chronische Entzündung haben an der Instabilität der Halswirbelsäule, wenn wir einen chronisch entzündlichen Prozess in den Zähnen haben, wenn wir ganz egal wo in unserem Körper eine chronische Entzündung haben, dann wird die konstitutive NO-Synthase, die ich Ihnen jetzt verschwiegen habe, hochreguliert. Die konstitutive NO-Synthase ist entscheidend, denn Stickstoffmonoxid ist ein ganz entscheidender Überträgerstoff und wichtiger Regulator, wenn es bei Entzündungsprozesse um die Gefäßweitstellung, die Regulation der Gefäßweite, die Permeabilität geht, die Durchlässigkeit von Entzündungsstoffen, spielt das Stickstoffmonoxid gemeinsam mit der Substanz P und dem Histamin eine ganz entscheidende Rolle. Und wenn Sie jetzt eine chronische Entzündung haben, allen voran an der instabilen Halswirbelsäule, dann regulieren Sie die konstitutive NO-Synthase hoch. Mit einer Hochregulation der konstitutiven NO-Synthase haben Sie eine Entkopplung. Das bedeutet, Ihre NO-Synthase bildet unkontrolliert, so könnte man sagen, Stickstoffmonoxid. Da Ihnen irgendwann das Arginin, auch das daraus entstehende Citrullin, ausgehen wird, haben Sie für die anderen NO-Synthasen am Endothel, in den Mitochondrien und im Nervensystem nicht mehr ausreichend Substrate. Welche Substrate? Arginin, Citrullin. Wenn Sie jetzt Arginin zuführen, weil Sie Durchblutungsstörungen haben, weil Sie hohen Blutdruck haben, weil Sie Erektionsstörungen haben, dann schnappt sich einfach gesagt, ja, die konstitutive NO-Synthase dieses Substrat, diesen Baustein, das Arginin, und macht daraus noch mehr konstitutives Stickstoffmonoxid. Und Ihre Entzündung wird immer weiter getriggert. Die Entzündung schreitet voran. Ihre Arthritis, Ihre Gelenkerkrankung, Ihre rheumatoide Arthritis oder welche Entzündung Sie auch immer haben in den Zähnen, wird immer weiter progredient voranschreiten und die Durchblutungsstörungen werden scheinbar immer schlimmer und der hohe Blutdruck wird auch immer schlimmer. Der Hausarzt weiß natürlich nicht weiter zu helfen, als Ihnen Medikamente zu verordnen, die teilweise die Stickstoffmonoxidproduktion wie den ACE-Hemmer oder den AT1-Blocker noch weiter promovieren. Also genau in die falsche Richtung, weil er es nicht versteht. Adenosintriphosphat entsteht in den Mitochondrien. Warum haben Sie mit einer instabilen Halswirbelsäule diese ständige Müdigkeit, vor allem nach Kohlenhydraten? Was hat denn das mit der Halswirbelsäule zu tun? Das ist genau das, was das Fabelwesen, das vor Ihnen sitzt, sich fragen wird, weil er nicht versteht, welche Argumente Sie vorbringen, weil er die Physiologie nicht versteht. Adenosintriphosphat, ATP, entsteht in unseren Mitochondrien, richtig? Aber es gab auch eine Zeit,
der Evolution, nämlich vor 3,5 Milliarden Jahren. Da mussten Einzeller auch leben. Wie haben die Einzeller damals überlebt? Ganz einfach. Durch Glykolyse, durch extra mitochondriale ATP-Synthese, hervorgerufen durch Gärung. Das hat damals auch schon ein wichtiger Wissenschaftler, den ich Ihnen im Kurs oder im Livestream verraten werde, da werde ich nachher noch drauf eingehen, schon verraten. Das ist nämlich der Stoffwechsel der Patienten und der Zellen, die unter einer Krebserkrankung leiden. Das heißt, wir brauchen ATP. Ohne ATP als chemischer Botenstoff, als Energieträger, ist auch als Energiespeichermolekül, das nur wenige Sekunden haltbar ist, das zerfällt sehr schnell, können unsere Zellen nicht leben. Ein Mensch mit 80 Kilogramm produziert daher pro Tag ungefähr so viel ATP, wie diese Person wiegt. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir, wenn wir die instabile Halswirbelsäule mit in die Kalkulation unserer Ursächlichkeit, unserer Pathophysiologie von komplexen chronischen Erkrankungen mit anschauen. Denn sonst kommen wir nicht zum Punkt. Wir kommen nicht zum Punkt, wenn wir den Nitrostress behandeln. Wir kommen, meine Damen und Herren, auch nicht zum Punkt, wenn wir unsere Hormone behandeln. Funktioniert sowieso nicht. Und Hormone Replacement Therapie hat in den meisten Fällen bisher nicht funktioniert. Wir kommen schon gar nicht zum Punkt, wenn wir Psychopharmaka einnehmen. Und wir kommen auch nicht zum Punkt, und wir werden auch nicht glücklich werden, wenn wir unser Mikrobiom solitär behandeln. So, das waren sehr viele Informationen. Ich habe mehr Fragen und Verwirrung gestiftet, wie Antwort gegeben. Aber deswegen sollten Sie genau deswegen beim Livestream einschalten um 19 Uhr. So, dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Und ich freue mich, Sie um 19 Uhr deutscher Zeit zum Livestream Instabile Halswirbelsäule begrüßen zu dürfen. Bis bald.